Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ich war noch nicht mal zur Kamera richtig zugeredet. Gehen wir da rein. So, in der letzten Folge haben wir noch einige Stadien hier von gedynamaxten Pokémon befreit und jetzt sollen wir hier zum Kraftwerk gehen von Claw City, wo wir ja schon waren. Und ja, sagen er steht schon hier bereit und ich glaube, Ben und Luke sind irgendwie da drin und die müssen wir auf die Phrase geben. Oh, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich hab's sicher gleich. Woll. Britzel. Geile Sicherheitsanlage. Was, die Tür wurde entriegelt? Ich weiß schon immer, dass du ein kleines Genie bist, Wolli. Gut gemacht. Das ist eigentlich ja voll dämlich. In einer Welt, wo Elektro-Pokémon ein Ding sind, dass du einfach irgendwie was schocken kannst und dann kannst du eine Tür öffnen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Die beiden Clowns sind darin. Wir müssen vorsichtig sein. Ach, damit ich die schon wieder alle mit einem Schlag wegmache. Okay. Warum holst du denn jetzt dein Ding raus? Dann gehe ich hier mal einen rein. So, kämpfen wir wieder hier. Oha, oha. Es ist dir also gelungen, die Lage in den Stadion wieder in den Griff zu bekommen. Ach, die Türverriegelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein. Nicht anders hätte ich von einem Champ erwartet. Los, Meiler, keine etwas Begeisterung über diese ach so mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Wuhu, wow. Stimmt denn mit denen nicht? Ist ja total gruselig. Warum zwingt ihr Pokémon zu deiner Maximierung? Der Grund dafür sind die Ammenmärchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden allen die Wahrheit von der, die wahre Natur von Sakian und Zamazenta offenbaren. Sakian und Zamazenta haben Galar für den Untergang bewahrt. Paar leichtgläubige Narren. Da ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkühlung von den Helden gehuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruhestifter Galar von Indalos gerettet habt. Und dann musste diese Professorin ja auch noch mit ihrem Buch einen Senf dazugeben. Ja, ganz genau. Sie sollten sich schämen. Auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein? Zu was würde uns das machen, hm? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehrenbaren Vorfahren nichts als Lügner waren? Ihr seid tatsächlich Nachfahren der Königin Galas? In der Tat, so war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihren bisherigen Fassungen war die Wahrheit und die Wahrheit bedarf keiner Neuinterpretation. Sicher lächerliche Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen, das ist völliger Unsinn. Stimmt nicht, ich habe mein Buch nicht gelogen. Ich bin zwar fest davon überzeugt, dass Sakia und Zamazenta schon seit uralten Zeiten über die Galarigon wachen. Wenn eben so ist, machen wir doch die Probe auf Exempel, um zu sehen, welche Version der Geschichte die wahre ist. Sollte sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Galar handeln, müssen sie eine geballte Ladung an Galar-Partikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, jetzt dämmert es mir. Der ganze Zirkus mit den Dynamax-Pokémon, das waren Testläufe für das große Finale. Habt ihr völlig den Verstand verloren? Ihr wollt die beiden als allen erstes zum Ausrasten bringen? Schön, dass wenigstens einer hier seinen grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt hat und mitdenkt. Nun kommt die Erkenntnis leider ein kleines bisschen zu spät. Mein herzallerliebstes kleines Brüderchen trifft oben nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu. Oh, spielt ihr jetzt etwa mit den Gedanken, den Lift nach oben zu nehmen? Genialer Plan. Es gibt ja nur ein Problem. Zunächst müsst ihr noch an uns vorbei. Na gut. Ja, jeder knöpft sich jemand vor. Lässt Leichtgewichte ruhig und so knöpft ihr den blauen Clown vor, Daniro. Okay. Jetzt kannst du dich an den Pokémon ergötzen, die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Schon wieder. Ja, wahrscheinlich genau die gleichen, ne? Komm mal her. Lauchzelot. Oh, das ist ja tatsächlich was anderes. So, oh Gott, die werden sogar stärker, verdammt.
Ich wechsle dich ein. Du wirst ja wohl irgendwas tanken können, oder? Oh nein, das ist nicht gut. Jetzt muss ja nur mit einer Stahlattacke im Eck kommen und ich bin weg. Wo ist Diebskuss? Laubklingen, nein. Okay. Diebskuss, los, mach den fertig mit einem Schlag. Laubsock hält nicht so viel aus. Das weiß ich. Nein. So. Oh Gott. Ich glaube, da müssen wir um so ein paar HP überleben. So mein ganz. Außer da mache ich jetzt einen Volltreffer natürlich, ne? Gott. Aha. Blip. Der Kuss des Todes. Hier langsam werden die doch ein bisschen stärker. Gut. Dann fliege ich ja nicht hier durch wie die ganzen anderen Male immer. Duokles. Immer noch gleich. Duokles, da haben wir doch was. Igni. Lasst nichts liegen. Dann spielen wir an Final Fantasy 15. Da gibt es einen Charakter, der ist Ignis. Au. Das hat ja auch fast wehgetan, du. Jetzt gibt's einen Ball in die Fresse. Wo auch immer deine Fresse ist bei Duokles. Du hast zwei Fressen. Ich habe sie beide getroffen mit einem Ball. So, jetzt kommt Iggy, macht wieder alles platt, ne? Pass auf. Cesurio, ja. So wird's ablaufen. Bonk. Ja. Ja, wieder ein Stahl-Pokémon, ey. Was hat Rosé nicht schon daraus was gelernt, ey? Warum machst du das denn so eilig? Lass uns doch in Ruhe unseren Spaß haben. Tagged Ass. Tagged Ass. So, ne, Käfer ist effektiv gegen. Wir werden jetzt wahrscheinlich eine Wasserattacke einsetzen, ne? Also komm zurück. Aqua Durchstoß. Oh Gott. Oh, jetzt hat er sich in links verwandelt. Also, das war jetzt nicht so geplant. Donner, aber wir kommen, das muss jetzt klappen. Nicht, dann geht Mary drauf. Oh nein. Au. Du sagst, dass er erstmal eins meiner Pokémon K.O. geht. Glaube ich. Ja, Blackwing, Stoßflug. Hm, ja. Komm. Oh, was? Der überlebt das sogar noch, ey. Ah, oh, Mary ist kaputt. Ich hoffe, jetzt kommt nicht direkt noch ein Kampf. Ich habe keinen Bock zum Dings hier in so einen Hersturz bekommen. Gegenschuss ist, glaube ich, mal als letztes. Ich weiß nicht, ob Kerzbrennen erreichen würde. Ich habe nur ein paar Schaden genommen. Schwertwald wurde besiegt. Nonny. Oh, meine noblen Pokémon. Verloren? Ich? Wie ist das nur möglich? Wir haben die Leute vertrieben. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Was war das? Ah, offenbar hatte mein Brüderchen ausreichend Zeit, um den Plan zu verhindern. Gehen wir. Da muss ich jetzt extra hier wieder beleben und so. Ne? Da 137.
334 Dynamics Bonbons. Sollte vielleicht mal hier mein Team Pokémon geben, ne? Ob die haben noch nicht alle. Ne. Mit dem mehr AP bekommen während der Dynamaximierung. Mir schon aufgefallen, die haben nicht doppelt so viel AP. Also ja, wo sind meine Beleber und so? Bin ich ganz oben eigentlich? Schon sind die. Hab ich überhaupt richtig? Ne, da. Oh. Hier war das genau. Weiß nicht, was jetzt kommt. Ob jetzt, weiß nicht. So mal Center, Säckern und Co. und so kommen. Deswegen tun wir mal vorsichtshalber alles hoch heilen, ne? Wo ist Deleon eigentlich während all dem, ja? Er taucht bestimmt irgendwie im letzten Moment auf und steht hier alle in die Show, ne? Und das ist wortwörtlich das Geräusch von Dragon Ball Z. Wenn jemand hier Super Saiyajin Aura hat. Was? Muhaha, ich habe es vollbracht, Bruder. Diese Kreatur hat sich tatsächlich vom bossigen Schild anlocken lassen. Da muss ich nur noch eine ordentliche Ladung an Galarpartikeln verpassen. Gorgra. Wie konnten sie das nur tun? Sehen sie nicht, wie schmerzhaft das für Summer Center ist? Und alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass sie den rostigen Schild stehlen. Ha, der Schleier ist gefallen und seine wahre Natur offenbart sich in all ihrer rohen Gewalt. Diese Bestie soll also euer edler Held sein? Jetzt zeigt sich, wer die wahren Königin der Galar-Region sind. Was mir an. X. Brüderchen. Ich bin nicht dein Ziel. Du sollst all deinen Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Es versucht verzweifelt seine Kraft im Zaun zu halten, doch es will ihm nicht gelingen. Zamazenta. Ich hatte gehofft, wir könnten ähnlich vorgehen wie bei der Dynamax Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorhast, es zu fangen, würde ich es dir davon abraten. Gibt es nur ungern zu, aber ich glaube, du bist der Einzige, der diesen Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, Damiro. Ich kümmere mich darum, dass ihr alle in Sicherheit sind. Konzentriere du dich darauf, Summer Center zu besänftigen. Damiro, es greift an. Aber ich kann das doch nicht fangen. Das ist so ein Schild-Pokémon, oder? Summer Center erscheint. Okay. Wacker Schild. Eiskalt die Verteidigung erhöht. Initiative senken am besten, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, was für ein Typ du bist. Ein Volltreffer. Aber kann ich schon die Initiative zu senken? Erstmal, ne? Ich ehrlich gesagt. Das Regen kaputt geht, damit ich mit Little Mary ja Paralyse machen kann. Ne? Donnerwelle. So, kann ich dich überhaupt fangen? Du kannst keinen Ball werfen. Auch nicht einmal nach 5 Meister will. Irgendwie per Zaubertausch hier in die Hände gekommen sind. So muss ich dich eigentlich nur erledigen, ne? Ja, komm her. Feuerball. Ah, geil. Ja, ich glaube, du hast keine Chance mehr. Lass dich knuddeln. Ich bin auch ein Level höher, also ja, mein Pokémon ist wortwörtlich stärker als ein legendäres. Und da any phrase und du bist im nächsten Zug weg. Adios, Genosse. Okay, ja, ja, zu erwarten. Gar, gar. Sag mal, Center, alles in Ordnung mit dir?
Vorsicht, Hopp, pass auf. Hi. Sag ja an. Danke, dass du mich gerettet hast, Sakian. Scheint seine Kraft noch immer nicht ganz kontrollieren zu können. Ich mache mir große Sorgen um Samasenta, Daniro. Ich muss ihn einfach hinterher ins Kirchen. So, her damit. Und das gibst du jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört Samasenta. Oh weh. Hoppert sich den rostigen Schild zurück. Holt sich den rostigen Schild zurück. So. Jetzt kriegst du in die Fresse. Nein. Ich flehe dich an, verschone meinen kleinen Bruder. Sakian, starr dich an. Sie starren einander an. Aber kann ich dich jetzt? So bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt. Ich glaube, es wartet auf dich. Okay. Jetzt kann ich jetzt fangen, ne? Aber so, mein kleiner Bruder ist unverletzt. Dafür möchte ich dir danken. Furchtbar, was für eine furchtbare Kreatur. Zu glauben, wir können diese Kreatur zu unserem willenlosen Werkzeug machen. Wie töricht und hochmütig wir doch waren. Wir haben auf der ganzen Linie verloren und möchten euch für alle ohne Unnämlichkeiten, die wir euch bereiten haben, auf dich um Verzeihung bitten. Unglaublich, du bist absolut unglaublich, Daniro. Ob Sakian auf diese Weise vielleicht seinen Dank ausdrücken will? Okay. So. Wir können natürlich jetzt ganz ordentlich fangen, ne? Deswegen gehe ich mal auf Little Mary, ne? So, und ich werde euch jetzt sagen, wie ich das jetzt handhaben werde, ne? Wir werden natürlich versuchen, normal zu fangen mit Pokebällen, ne? Aber ich werde, wenn ich diesen Part beende, nicht speichern, damit ich das Pokémon fangen kann. Und zwar mit einem Meisterball. Ich habe zwar 5 Stück, welche vielleicht gescheatet worden sind, weil ich nehme an, die Pokémon, die ich getauscht bekommen habe, sind ercheatet worden. Aber solange ich ja nur einen Meisterball benutze, ist das ja kein Problem, weil den habe ich ja per Story bekommen. Also, um das mit meinem Gewissen zu vereinbaren, sage ich das mal. Und ja, ich werde euch sagen, wie das jetzt abläuft. Ich werde das Pokémon auf normale Weise fangen. Also, ich werde Schwächen, Paralyse, ich versuche es mit normalem Pokéball einzufangen. Und wenn ich diesen Part hier beendet habe, dann werde ich nicht speichern. Ich werde nochmal laden, hier nochmal den Kampf gegen diesen einen Typen hier machen. Ich werde bis hierhin spielen, ich werde speichern. Ich werde das eine Viech erledigen. Und dann werde ich versuchen, das Viech mit einem richtigen Wesen und so zu fangen. Und zwar, indem ich einfach nur einen Meisterball drauf werfe, weil dann werde ich meinen einen Meisterball einfach einsetzen. Und ja, weil legendäre Pokémon kriegst du ja nur einmal. Und wenn ich dann schon das Pokémon habe, dann will ich es auch mit einem richtigen Wesen und so haben, weil sonst, ja, werde ich ja nie wieder die Chance haben, irgendwie das Viech zu bekommen. Also ja, ich weiß, man kann die Wesen auch noch nachher ändern, aber ich mache das so auf diese Weise und ja. Gut, so läuft mein Plan ab. Also in der nächsten Folge werdet ihr dann wahrscheinlich sehen, wie ich das Ding in einem Meisterball drin habe, weil ich dann einfach nur einen Meisterball werfe und fertig, damit das halt schneller geht. Aber ja, jetzt erstmal wegen der Spannungshalber werden wir es auf normale Weise fangen. Nimmst du das rostige Schwert zur Hand, um Sakian zu fangen? Ja. Wo ehrt? Ja, das haben wir auch. Musik. So. Sakian blickt, wirkt entschlossen. Na, no, das könnte ein bisschen nervig werden vielleicht. So, ich hoffe, du bist nicht schneller als Little Mary. Gut. So, das haben wir schon gemacht. So, alles andere ist jetzt unwichtig.
Giganten nehmen. Oh nee. Das wird wehtun. Oh Gott. Du hast drauf. Hast du mich gerade angegriffen, du? So, Feuerzahn. Na, ja, ich gleich, ob die Feuerzahn gemobbt hat. Also du bist Stahl, nehme ich an, ne? Stahl und irgendwas anderes. Oh Gott. Der wird wehtun. Der Feuerzahn hat schon ordentlich Schaden gemacht, deswegen. Alter, wenn er mich jetzt einmal trifft, dann bin ich weg. Egal mit welchem Pokémon. Vor allem, der hat ja auch noch Giganten lieb, ne? Hat ja auch nicht wenig Schaden macht, ne? So. Feuerzahn. So, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, jetzt noch mal anzugreifen. Ja. Gut. Er hat nicht seinen Giganten lieb verschwendet. So. Ich würde sagen, wir fangen dann an zu werfen, ne? So gucken, wie schwer Pokémon zu fangen ist und so, ne? So, dann zeig mal. Pokéball haben wir 54. Natürlich werde ich versuchen, mit dem Pokéball zu fangen. Kennt mich doch. Eins. Sanktoklinge, das Kampf, ne? Gott, der wird jetzt alles one-shotten, weil seine Angriffskraft so hoch geballert hat. Fällt mir nicht. Heikasam erschaudert. Hier, komm. Der Spannungshalber. Nein. Da wurde man paralysiert, Gott sei Dank. Was ist das mal mit so einem Superwurf? Das wäre jetzt geil. Ich traue mich natürlich nicht nochmal anzugreifen. Schwertanz. Der kann sich nochmal hochballern. Also sein Angriff gerade nicht schon erhöht. Der müsste jetzt eigentlich auf Level 6 sein, ne? Ja. Ist Fee und Stahl. Okay. Ja, jetzt hast du keine Giftschwäche mehr. Na. Na. No. Ja, komm. Heute wird so einfach, wenn ich gleich einfach nur einen Meisterball werfe. Eins, zwei. Na. Ah. Ich müsste dann am besten noch ein bisschen schwächen, aber ich traue mich nicht. Sieht aus, als könnte den das einen Schlag noch weghauen, ey. Mit Feuerzahn. Eins. Na. Ah. Kerscher. Ja. Jetzt werden alle meine Pokémon gewonshottet, weil denen seine Angriffskraft auf Maximum ist. Er ist voll kacke. Er hat sich das ausgedacht, ey. Schon so ein bisschen Overkill. Normalerweise haben so legendäre Pokémon völlig Kackattacken. Eins, zwei, drei. Ach man. Sanktoklinge ist halt nicht von Kelio irgendwie eine Attacke. So, ich muss ein paar Pokémon wieder beleben. So, ich setze jetzt mal Top-Beleber und alles mal ein. Wird er sowieso nicht je nach speichern. Also so, sei jetzt ein bisschen paralysiert. Danke. Und Top-Beleber ist eigentlich auch Schwachsinn. Einfach weil Giganten neben. Oh, du bist sowas von weg. Nee. Weil es ist vollkommen egal, was für ein Angriff der einsetzt. Das ist wortwörtlich egal, was für ein Angriff der einsetzt. Nee, dann ein Schlag ist alles weg. So, jetzt, ja, das könnte gut sein.
und seine Angriffe ja los werden. Los, komm, bleib drin. 1, 2. Oh. Okay, Giganten hebt direkt 2 AP dafür verballert. Müsste jetzt eigentlich gar keinen mehr davon übrig haben, ne? Das müssen 5 gewesen sein. Ich nehme jetzt mal an, das hat nur 5 Benutzungen, ne? Wenn das so ein Überangriff ist. Wir haben normalerweise nur 5. Ich glaube, ich muss trotzdem meinen Meisterball werfen. Sonst wird das hier nichts. Was bleibt drin? Für die Ehre. Bin stolz. Für mich. Ja, für mich hat geklappt. Alles klar, Sakyan wurde gefangen. Okay. Da wird so weit von einfach, wenn ich das jetzt offscreen fangen werde mit dem Meisterball. Da werfe ich einfach nur den Ball. Okay. Typ Fee. Mag. Achso, ich nehme an, wenn man ihn den Schild gibt, dann wird er zu Stahl. Alles klar. Dieses Pokémon gilt als legendärer Held. Es nimmt Metall auf, wandelt dies in eine Waffe um und kämpft damit. Da wird wohl in der Box verschickt. Wow, wirklich beeindruckend. Der wahre König hat dich für würdig gefunden, befunden. Oh. Wir wurden Zeugen eines noblen Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer der wahre König ist. Du da, Zackenschopf. Freundlich und zuvorkommend wie immer. Mein Bruder und ich werden für unsere Taten Buße tun. Für uns sogleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Für Keller, die ihre Taten angeblich bereuen, schubst du uns hier ganz schön herum. Ach, was soll's. Danilo, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast den Titel des Champs wirklich verdient. Warum sagt das eigentlich alle immer? Habt ihr nicht den Kampf gegen den Champs hier irgendwie gesehen? Ich habe vorher den Kampf meines Lebens gehabt. Haben alle irgendwie nicht gedacht, ich habe nicht das Zeug zum Champ oder was. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich habe dann nämlich ein Muster erkannt. Immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Professor Sanya, ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen und belogen habe. Nach ein paar Stunden, nachdem Sie mich hier eingestellt haben, anfangs habe ich das auch ziemlich getroffen, keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, schwamm drüber. Das sage ich einfach als eine Sache, aus der ich was für die Zukunft lernen kann. Das meine ich nicht, das meinen Sie nicht sarkastisch, oder? Das meine ich nicht sarkastisch, okay? Puh, nun, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. So, damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Clans erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass damals hinter nichts passiert ist. Bip, bip, bip. Danilo, ein Smartrotom, das könnte Hop sein. Danilo, also ich bin gerade... Hey, jetzt beruhig dich doch. Hey, du hast das gehört? Samacenta ist auch bei mir. Wo bist du? Ich bin im Schlummerwald und versuche Samacenta zu besänftigen. Kannst du vorbeikommen, Danilo? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ich warte im Inneren des Schlummerwalds auf dich. Bis dann. Bei Hop scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen. Also, alles wie immer, schätze ich. Auch Sakyan scheint sich Sorgen um seinen Partner zu machen. Wir sollten Samacenta und Hop besser nicht zu lange warten lassen. Wo ist auch zum Schlummerwald? So, und ich muss mir jetzt jedes Mal diese Cutscenes angucken, wenn ich sehen will, was für ein Wesen das Viech hat. Liebe ich ja immer. So, da ist zum Beispiel ein richtig Kackewesen. Richtiges Kackwesen hier. Spezialverteidigung hoch, Initiative runter. Hört bei Kampfantritt den Angriff. Schwert sondern Held in Ost. Ja, alles klar. Gut. Ich möchte meinen Pokédex nachgucken. Kann man da sich auch die Form, diese Schwertform angucken? So, mir fehlen übrigens nur noch 2 Pokémon. Dann haben wir einmal so und einmal so. Es trägt nun eine Waffe, die es vor langer Zeit einmal führte. Selbst Geiger deine Pokémon bezwingt damit auf einem Streich. 350 Kilogramm.
das Schwert wiegt 200 Kilo. Ja, wahrscheinlich diese Flügel und so weit noch am Rücken sind, wiegen auch noch ein bisschen, aber das ist krass. So, und ich sehe schon, wohin das führt. Hopp wird das andere Viech fangen, ne? So, aber ich würde jetzt erstmal sagen, da ich dieses Viech gefangen habe, da wird jetzt ein bisschen wieder dauern, bis ich was hochlade, nehme ich an, außer ich bin schnell. Nee, warte mal, wo ist seine Superattacke? Hä? Was? Egal. So, ich habe ja erklärt, was ich mache. Ne? Ich werde den Spielstand jetzt nicht speichern. Ich werde jetzt nochmal resetten. Ich werde mich vor Sakyania begeben. Das Viech mit einem Meisterball fangen, gucken, was das für ein Wesen hat. Und dann, ja. Dann machen wir, nachdem ich damit fertig bin, weiter mit Pokémon. Ne? Alles klar, ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Ich hoffe, ihr könntet mal vielleicht ein Abo, ein Like, einen Kommentar hinterlassen. Dann würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.